Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von The Walking Asshole mit mir Level 4. Im letzten Part musste ich an dieser Stelle ganz abrupt enden, weil der Part zu lange wurde und dann geht es jetzt auch sofort an dieser Stelle weiter. Viel Spaß beim Zusehen. How you doing, Glenn? You know. Back the motor in. How can it be that bad so fast? You know, when things are taken away, people do crazy shit. I guess. That's not me. I'm not giving up. Not for anything. Good, man. Good. Shot him. I guess you really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? It would have been a waste of a bullet. What do you mean? She was dead anyway. I'm not in the euthanasia business. Whoa, man. She was a person. She's gone now anyway. Do you know the combination for the lock on the gate outside? Why? Oh, you know. I thought I'd go stretch my legs. You're probably better off breaking it if you have to. What's your next move? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Yeah, I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. I know the feeling, man. Try to get some rest. Yeah, right. So wie ich weiß, soll Glenn auch aus der Serie sein, bin mir aber nicht ganz sicher. You alright, Lee? Okay. Ich habe die Serie nicht gesehen. Thanks. Okay. Gut, dann haben wir unsere nächste Mission. Get that keys. Ah, kann ich vielleicht noch mit Carly quatschen über das, was eben passiert ist? Nee, nicht. Better get back to it. Yep. Thanks, by the way. Don't mention it. Just remember what I said. Yeah, I will. Okay. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Entschuldigung, ich muss einfach kurz lachen. Let's have a look around. Okay. So, also. Weg damit! Awesome. Awesome. Now to distract those things. Carefully. I can't reach that brick. Ja, mach doch die Tür auf. So. Sollte laut genug sein. Now's the time. So, und nix wie hin. Ach, hätte ich vielleicht noch Glenn. Hätte ich vielleicht Duck sagen sollen, dass er gehen soll. Na, ah, es ist zu spät. I got to do this now, man. I got to do this. Selbst zu unserem alten Bruder. Ja, mach, ich muss jetzt töten. Muss dich jetzt töten. So. Ja. Noch einmal. Brauchst du eigentlich auf die Stelle ein? Naja. Ja, nochmal. Und vielleicht nochmal. So.
glaube, das war auch gar nicht mehr nötig, aber trotzdem. Man weiß ja nie. Außerdem. Nochmal draufhauen! Achso. Das wäre jetzt lustig gewesen. There we go. Ich muss meine Aggression loswerden. Nochmal draufhauen. Holy crap! Run! Tolle Idee, das aufzumachen. Naja. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. I've got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get in there. So, erstmal mit dir quatschen? Geht nicht, okay. Oh. Was war der Shot? Keys it is, I guess. Sicher, nochmal probieren. Weißt du nie genau. Was war der Shot? Keys it is, I guess. Hurry. Wieso ist denn ein Alarm, wenn wir die Schlüssel hatten? Ich merke jetzt gerade zuerst mal auf. Du hast da was im Rücken stecken. Nur mal so, kurz gesagt. Und das schwebt relativ komisch durch deinen Körper hindurch. Naja. In case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Was soll ich machen? Ach, ich mach gar nichts. Nein, ich wollte gar nichts machen. If we don't make it through this, you should know that I think you're a great guy. Shut up, Doug! Doug, we don't make it through this. You should know. Guck, was passiert, wenn ich nichts mache. Wahrscheinlich sterbe ich, also. I should know what? Huh? You said I should know. Shit! On it. Are you sure? Shit! Oh, shit! Okay, then. Give it time. Can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Timmy time! Did you find anything? Nothing! Wait! The window is through! Go! Oh. I found something! So, jetzt habe ich natürlich die Wahl, einen von beiden zu retten. Was passiert, wenn ich den niemanden rette? Guck mal nach. Da wäre jetzt Duck. Oh! Huch! Oh, ich muss... Okay, ich muss nur das einen retten.
Okay, ich dachte, ich könnte beide töten. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, für wen wäre es denn besser? Wenn ich jetzt als Arschloch handeln würde, würde ich die Person benutzen, haben wollen, die nützlicher wäre. Und das wäre Kali, weil die hat eine Waffe und ist eine hübsche Frau. Und außerdem kann man, finde ich, es viel schöner, böse zu Frauen zu sein, als böse zu Männern. Also, dann rette ich Kali halt. Ach komm, ey, kann ich das nicht abbrechen? Bitte. Och Gott. Okay, da schneide ich kurz raus, Leute. Bis gleich. So, guck mal, was jetzt passiert, wenn ich jetzt nichts tue. Gerade mal reingeschmissen. Aber irgendwie, doch, jetzt geht's langsam runter. Kann ich das noch eventuell nochmal nachholen? Wenn jetzt alle sterben, dann mal gucken, was passiert. Wenn jetzt wahrscheinlich kann ich gleich nochmal wiederholen. Mal gucken, was zu mir gleich passiert. Lee, come on, man. Akachi needs me. Little help here. Braucht man Hilfe? Ach Quatsch. Nein, nein. Kommt ruhig alleine klar. Shit, shit, shit. I gotta go. We can't hold this alone. Sorry, guys. We can't hold this by ourselves. Okay. Okay. Da war ich wenigstens Bescheid, was da passiert wäre. Also ab hier wird jetzt... Bis gleich, wir sehen uns an der Stelle, wo ich eigentlich eben die Entscheidung machen musste. So, Leute, bin ich wieder. Soll ich mich wieder entscheiden, was ich denn wieder nehme? So, und ich habe mich eben schon entschieden, wie gesagt, zum Kali. Der packt nochmal eine Knarre. Und Kali. Tech Purse? No! Get him off of me! Oh my God. Let's go! They got Doug. Ja, ich muss ihn sowieso retten. Ansonsten kann ich es sonst neu machen. Naja. Scan back to myself. Oho. Oho, oho, oho. Letting somebody else get eaten today. Sollte ich was tun? Even if he is an asshole. Even if he is an asshole. Schön. So, wir haben eh, glaube ich, nicht viel zu tun. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade ausgehe, reden wir mit Glenn. Hey, Glenn. Atlanta, stage 9 catastrophe.
Augusta, I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. I think you're making the wrong call. Maybe. But I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not. I respect that. You guys be safe. We'll try. Überall Stage 9 Catastrophe. Nicht so gut. Das schöne Pizza-Auto. Shit happens. Ja. Weil ich bin in der Gruppe. Shit happens. So. Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Nein, ich nicht. Du bist mir egal, Kenny. Obwohl du ein toller Freund bist normalerweise. Ich bleibe einfach ein Arschloch. Okay. Das ist eindeutig, ich soll zu Carly gehen. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. It happened pretty fast. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Anyway, I'd rather be alone, I think. I understand. Ach so, das meint ihr allgemein. Lee? What is it? How did you choose? We both needed you. You picked me. You've got the gun. I guess it doesn't matter. Genau. I just wish we both could have made it, you know? Me too, Carly. Okay, das war's dann wohl mit Carly. Jetzt reden wir mit Clementine. The Jumatron had this minigun on his shoulder. It's all like pow, pow, pow. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. So? It can't really help us. But I know... It's just, I need it. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? Not really. Good. Stay away from her. Where everyone here knows that Lee Everett is a killer. And I'm not talking about those things out there. You hear me? I ask you a question, boy. Then again, I wouldn't expect a convicted murderer to listen to anything anybody's got to say. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Das war alles, was ich sagen konnte? Hey, Lee, do you have a second? Hm.
My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Ich will mir an Bord. So. Das war die erste Episode von 5. Ich glaube, es ist ganz gut gelaufen, von dem, was ich bisher so getan habe. Guck, wie es momentan meine Taten ausgezahlt haben. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Fuck with us! There's too many of them! You all thought Duck was bitten? Well, I'm just doing the same thing. We know this guy's not gonna make it. This isn't happening! No more! Please! No more, please! Please! So. Und ab da an beginnt das Ganze richtig schön mies zu werden. Also, wenn die erste Episode schon für euch gut war, dann werden die nachfolgenden Episoden noch besser für euch werden. Also, ich finde, ab da geht das Spiel erst so richtig los und ab da erst bekommt das Spiel auch richtig den Charme, den es auch, ja, verdient hat. So. Light to Herschel, ja, ich habe 63% aller anderen Leute haben auch zu Herschel gelogen, okay. Who would you save, Duck or Sean? Ich hab doch gar nicht Duck. Ich hab niemanden gewählt. Ich hab niemanden gerettet. Das ist jetzt. Das stimmt nicht ganz. Da. Okay. Loyalty. Side with Kenny. Was? 51% haben mit Larry gleich gezogen. Was zur Hölle ist denn da los? Mercy. Gave Irene the gun. Ja, hab ihr nicht gegeben. Damit war ich. Okay. Would you save Duck or Carly? Ja, okay. Ja, weil wahrscheinlich auch der größte Teil der Spieler auch männlich ist, haben sich auch für Carly entschieden. Ist in Ordnung. Die hat auch die Waffe und ist eigentlich auch in meinen Augen die deutlich klügere Option gegen einen Computer-Nerd, der in einer Zombie-Apokalypse vielleicht nicht gerade so nützlich sein sollte. Naja, okay. Los, weiter geht's. So, genau, das war die erste Episode, ja. Und, genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Part einfach wieder, wenn es wieder heißt The Walking Asshole mit mir, Level 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt, wie ich so bisher. Ja, dann bis dann. Tschüss.